Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem. Heute mit dem österreichischen Social-Media-Star, Influencer und Kabarettisten Michi Buchinger. Ich habe eine Stunde Zeit, ich habe nichts vor. Bin ich happy. Hallo Michi, hallo. Voll schön, dass du da bist, freue mich wirklich sehr. Schön da zu sein, danke für die Einladung. Ja, voll gern. Und wir haben ein kleines Geschenk für dich heute dabei. Ja, und zwar ist das die Soul Bottle. Oh, herzlichen Dank dafür. Wusstest du, dass ich auf der Suche bin nach einer wiederverwendbaren Wasserflasche? Das konnte ich nicht wissen. Als hättest du es gewusst. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Wasser jeden Tag trinkt, also mindestens 3 Liter. Und okay. Ich verstehe es nicht, wenn die Leute sagen, sie schaffen das nicht, weil es ist mir ein leichtes. Das Soul Bottle ist unser Abo-Geschenk. Ja. Die kriegt man nur, wenn man abschließt mit dem Carpe Diem Magazin. Vor allem, sie ist sehr schön, es steht auch Carpe Diem drauf. Das ist gut. Ich repräsentiere dann eines meiner liebsten Magazine, von dem her sehr gern. Danke dafür. Das finde ich auch total nett, weil wir haben im Vorfeld mal geplaudert und du hast gesagt, dass deine Mama das Magazin gern liest. Ja, genau so ist es. Und es ist ein bisschen schön, weil es ein weiteres gemeinsames Hobby ist von meiner Mama und mir. Und du bist dann über deine Mama zum Magazin gekommen, zu Carpe Diem? Oder wie? Tatsächlich, ist sie jetzt mal empfohlen. Sie war quasi die Influencerin in diesem Fall und hat gesagt, Michi, du gibst ein tolles neues Magazin mit lauter Themen oder Themenpfeilern, die mich interessieren. Schau dir das mal an. So passiert's. Oft sind die Tipps von der Mama doch nur die besten, die brauchbarsten. Und wir sagen ein großes Danke an die Mama an der Stelle. Ich leite es weiter. Ja, aber das ist eigentlich eh sehr interessant, weil du scheinst zumindest so eine relativ innige Beziehung zu deiner Mutter hast, ja? Ja, das stimmt schon. Also was uns vor allem bindet, ist, dass wir wirklich, also wir sind uns sehr ähnlich und das ist schon fast unangenehm. Als ich so 15 oder 16 war, hatte ich noch keinen Bart, eine recht helle Stimme und langes Haar und regelmäßig habe ich irgendwelche alten Freundinnen von meiner Mama getroffen, die gesagt haben, Romy, na, wie geht's da? Und ich musste sagen, nein, ich bin nicht die Romy, ich bin ihr Sohn, der Michi. Weil wir uns halt offenbar sehr ähnlich sehen auch. Okay. Und die Interessen verbinden uns dann auch noch, das heißt zu Literatur, Kultur. Wir kaufen gerne die gleichen Bücher und kommen dann so im Nachhinein drauf, hey, wir haben schon wieder das Gleiche gelesen, zufällig. Gibt es dann auch so einen Austausch, so Bücherrunde mit Mama oder manchmal, so? Manchmal, ja, wie so ein Buchclub, ist ganz witzig. Es ist aber lieb. Aber das heißt, ihr habt echt regelmäßig Kontakt und ist eine wichtige Person für dich. Ja, und meine Mutter liebt, also die wohnt im Burgenland, aber sie ist gebürtige Wienerin und sucht so einmal die Woche diesen Wien-Ausflug. Das heißt, da sehen wir uns dann spätestens. Und jetzt habe ich einige Nichten und Neffen und habe es mir auch zum Vorsatz genommen, regelmäßig ins Burgenland zu fahren. Das heißt, wir sehen uns öfter, also zweimal die Woche. Das ist eigentlich sehr, relativ sehr viel. Oft. Ja, ja, voll. Du bist in Mühlendorf geboren, habe ich mir rausgesucht. Im Burgenland eine 1394 Einwohnergemeinde. Hm. Ist überschaubar? Ist wirklich überschaubar. Aber weißt du, was der große Vorteil ist? Also es gibt, das ist ja nicht so einfach mit der Zugverbindung, aber du kannst direkt von Mühlendorf mit dem Zug in nur 40 Minuten nach Wien. Das ist toll. Das ist super. Das war auch in der Jugend immer gut, wenn ich irgendwie so die Flucht gesucht habe. Mhm. Das ist geil. Also das ist eigentlich eine super Verbindung. Ich habe mir auch gedacht, weil sonst ist es sehr umständlich, weil zum Beispiel von Wien nach Eisenstadt brauchst du, glaube ich, Stunde 15 oder so. Naja, das ist nur so als Fun Fact nebenbei. Fun Fact nebenbei klingt aber für mich gleich mit, dass du eigentlich ganz gerne den Zug nimmst und weniger mit dem Auto unterwegs bist. Ja, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass ich sehr nervös bin, wenn ich Auto fahre. Und ich mag das im Zug. Du kannst lesen, es gibt keinen Stau. Also ich war jetzt wieder, ich bin mit dem Auto in den Urlaub gefahren nach Kroatien und da ist die Route eigentlich 7 Stunden und wir haben dann gebraucht 12 Stunden, weil... Liegt es an deiner Fahrtechnik? Na, ja auch vielleicht. Aber weil halt alle in den Urlaub fahren und das stresst mir dann zu sehr. Wenn der im Stau steht, dann werde ich so richtig wütend und unausgeglichen und so bin ich ungern. Ich überlege jetzt gerade, wenn der Michi Buchinger am Steuer sitzt im Stau, ist das für die anderen angenehm? Na, natürlich nicht. Wobei,
ich schimpfe dann halt nur mit den, wenn die Fenster oben sind, und ich lasse das dann an meinen unmittelbaren Mitmenschen aus. Mein armer Freund kriegt dann immer meine passive Aggression mit. Ja, sonst bin ich eh ganz gesittet. Okay. Du, die Frage wegen Mühlendorf ist, wenn es 1394 Einwohner gibt, wie viel haben dann deinen YouTube-Kanal abonniert? Von denen? Mhm. Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht 10% davon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, so alte Schulfreunde wahrscheinlich schon. Ja. Dann, also ich schaue gerne in die Statistik meines YouTube-Kanals, und da sehe ich, dass es so ganz viel zwischen 20 und 30 ist, also viele Leute zwischen 20 und 30, dann ist eine große Pause, und irgendwann ab 60 geht es dann wieder los. Und ich vermute ganz stark, dass das einfach diese alten Mühlendorfer und Mühlendorferinnen sind, die einfach wissen wollen, was ich so treibe. Das ist also total nett eigentlich. Ich finde das auch ganz lieb. Früher hat es mich gestresst, weil ich mir dachte, jetzt muss ich mal ein Blatt vor den Mund nehmen und kann nicht alles sagen, was ich möchte, aber das ist mir mittlerweile egal. Und ich bin drauf gekommen, die Leute sind gar nicht so prüde, wie ich immer dachte, dass sie sind. Du bist als YouTuber praktisch bekannt worden und erfolgreich geworden. Yeah. Du hast 155.000 Follower, Abonnenten im Moment. Ja. Yeah. Du hast es vor einiger Zeit, ich glaube 2009, begonnen. Richtig, vor 10 Jahren. Wahnsinn, das heißt, du hast Jubiläum, obwohl ich jetzt weiß, Jubiläum bedeuten jetzt nicht so viel. Bedeuten mir nichts. Gar nichts. Aber ich finde es witzig, trotzdem, weil ich bin irgendwie so, wie sagt man, ein alter Hase. Ich fühle mich fast schon ein bisschen zu... Ja, keine Ahnung. Ich sollte die Plattform verlassen, weil jetzt die ganzen jungen Leute... Ich habe das Gefühl, was jetzt so auf YouTube gut funktioniert, sind halt so die 16-Jährigen. Und ich hatte mit 16 natürlich auch dort mehr Erfolg. Und ich finde es irgendwie ganz witzig, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und jetzt bin ich jetzt schon so... Ich komme mir vor wie so ein Urgestein, weil ich so früh dabei war. Was total nett ist, weil du bist ja 26. Yes. Also insofern, genau, und du hast bald Geburtstag, kann man vielleicht auch noch sagen. Richtig, aber also, was du auch wissen musst, ist, dass mir Geburtstage ebenfalls nichts bedeuten, und ich finde sie sehr stressig. Kannst du das nachvollziehen? Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Doch, ich kann es nachvollziehen. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Du lässt dich nicht gern feiern, oder? Nein, ungern. Wirklich? Vor allem nicht fürs Älterwerden. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendeinen Preis gewinnen würde, dann ja, weil dann habe ich was geleistet, meistens. Aber nur, weil ich halt jetzt ein Jahr älter geworden bin, das ist ja wohl der wenigste Aufwand, den man betreiben kann. Aber feierst du deinen Geburtstag, oder sagst du dann, du weichst allen Leuten aus und sagst, ich bin heute... Naja, also die Leute dürfen mich schon gerne anrufen, wenn sie möchten, aber auch das finde ich halt so ein bisschen... Ich kenne das noch von der Generation meines Vaters. Mein Vater verbringt seinen ganzen Geburtstag damit, irgendwie am Telefon zu sein und das gleiche Gespräch 30 Mal zu führen. Und ich habe es mir jetzt so angewöhnt, irgendwie das Land zu verlassen und einen kleinen Urlaub zu machen. Das heißt, du bist deinen Geburtstag immer im Ausland irgendwo? Ja, jetzt bin ich in London. Und da haben wir gedacht, das ist ja ganz nett. Da haben wir was gemeinsam. Ich war auch in London an meinem Geburtstag. Ja, siehst du. Ich liebe London. Ja, eben, ist eine super Stadt. Ja. Und da besuchst du dann Thomas Breziner, oder wie? Da besuche ich dann den Thomas Breziner. Weißt du, dass er sehr schön wohnt in London? Nein, ich. Und ich glaube auch, dass das, wenn ich das an dieser Stelle so enthüllen darf, ich glaube, der hat das Beste aus beiden Welten, weil in Wien ist es doch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Und wenn er dann Inspiration sucht, dann geht er nach London und dort, ich glaube ja, dass man sehr viel Inspiration schöpfen kann. Ach, das ist mein Lebensziel, diese Wohnung in London. Aber glaubst du, wird es schwieriger durch den Brexit? Da sind wir noch nicht sicher, ob das so klappt oder nicht. Ah, je. Naja, vielleicht muss ich schnell handeln. Jetzt bei diesem Geburtstagsausflug werde ich mir gleich ein paar Wohnungen anschauen. Schau dir gleich. Kauf dir gleich. Aber dann sind wir eher ein bisschen beim Thema, weil du bist sehr, sehr erfolgreich auf YouTube mit deinen Videos. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Du stellst Videos rein, du hast ein Tagebuch, das du führst, du hast die berühmten Hasslisten, die du hast. Ja, stimmt. Du hast aber auch Ratgeberformat, lieber Michael, ein Bastelformat, das interessiert mich nicht, habe ich gelesen. Und du erzählst generell aus deinem Leben. Ja, das stimmt. Das hast du sehr gut zusammengefasst, weil weißt du was, ich tue mir immer schwer zu erklären, was ich tue. Ja. Und deswegen finde ich schön, wenn das wer anders macht. Das heißt, du kriegst die Frage oft, was tust du eigentlich? Ja, beschreibe dich in 3 Sätzen oder weniger. Und ich denke mir so, schwierig. Kommt immer aufs Publikum an. Ja, klar. Mit YouTube hast du dann, ich habe dann nachrecherchiert, ich glaube 2010 kam das eine Video raus, was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre. Ja. Yeah. Das war praktisch, kann man sagen, der Durchbruch? Das war mein Hit.
Mein größter Hit bis heute. Dein größter Hit. 1,2 Millionen Aufrufe habe ich gesehen. Ja. Ich habe mir das angeschaut und habe mir dann nachher gedacht, shit, wie viele T-Shirts hat der Michi eigentlich? Du kommst ja da in 10, 20, 30 Rollen vor und jedes Mal mit anderem T-Shirt. Ich habe so viele, ich habe so oft die Kleidung gewechselt und das merkt man leider auch, da ich als eine Figur eine Hose trage, bei der durchgehend der Hosenstall offen ist. Und ich habe es nicht gemerkt. Und weißt du, dass das dann sehr ironisch ist, dass gerade dieses Video der Hit wird. Ist klar. Alle anderen Videos, wo meine Hose geschlossen ist, sind so, ganz gut geklickt, aber dieser Rekord, naja, gut. Jetzt muss man erklären, du bist YouTuber, Blogger, Influencer. Hm. Und ich glaube, man muss auch das Wort erklären, weil bei mir ist immer die erste Assoziation Grippe? Ja, genau, richtig. Ist es nicht? Ist es nicht. Was macht der Influencer? Der Influencer, der, ich habe mal die deutsche Übersetzung Einflüsterer gehört, was ich ganz witzig fand. Ganz gut finde. Ich betreibe auf meinen Social Media Kanälen, ich betreibe so gut wie alle Social Media Kanäle und hier und da mache ich dann Werbung für Marken, die ich gut finde. Und ich glaube, das ist irgendwie daher gekommen, dass man meinte, ja, diese Internetpersönlichkeiten sind irgendwie so Meinungsmacher und können vielleicht auch ihre Followerschaft beeinflussen. Und genau, das so verdiene ich dann mein Geld hier und da, wenn eine nette Firma zu mir kommt und sagt, Michi, wir haben ein neues Produkt am Markt und kannst du dir vorstellen, das den Leuten näher zu bringen? Weil offenbar ist es ein ganz schwieriges Problem, dass man, ich glaube, so Leute unter 25 ganz schwer durch die klassische Werbung erreicht. Ja, klar. Und ich finde es ganz witzig, weil, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich bin auch schwer zu erreichen. Wobei, also so Plakate neben der Autobahn sehe ich funktionieren? Schon. Ja. Im Stau beim Autofahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn mir das jemand empfiehlt, wo ich mir denke, oh ja, auf deine Meinung, selbst wenn du dafür bezahlt wirst, aber ich glaube dir das schon, dass du das gut findest. Nee. Genau, und das ist das Influencer-Marketing. Okay, und weil du es eben vorher auch erwähnt hast, du hast gesagt, du hast ausgefüllt jetzt den neuen YouTuber, Blogger, Instagrammer, die jetzt 16 sind oder so. Verstehst du noch, was die tun? Ist da noch der Anschluss da oder wird das dann auch so ein Ding, wo man sagt, vielleicht werde ich jetzt gerade zu alt für das? Also bin ich noch da? Ich verfolge nicht alles, was gerade so Trend ist. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Aber es ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil jetzt bin ich heute 26, werde 27 und zum ersten Mal in meinem Leben passieren so Dinge in der Popkultur oder wird zum Beispiel ein Musikstil beliebt, wo ich mir schon langsam denke, also jetzt verstehe ich es nicht mehr so ganz. Mhm. Aber ich finde es dann auch okay, weil eine Zeit lang habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt dem Trend nacheifern und irgendwie aktuell bleiben, aber das hat dann ganz schlecht funktioniert. Also es ging mir dann auch auf die Nerven und ich dachte mir, nein, ich bleibe lieber so, wie ich bin und mache weiterhin meine Inhalte, wie sie mich interessieren. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass, also meine Zielgruppe wird ja auch älter und es ist ja schön, wenn die quasi mit mir mitgeht und mitwächst. Und wenn ich dann jetzt nicht unbedingt die 16-Jährigen dieser Welt anlocke, ist das eigentlich auch okay für mich. Ich bin mir ganz sicher, du kennst deine Zielgruppe sehr genau. Ich kenne sie wirklich sehr genau. Die ist nämlich wie? Die ist so, ja, wie gesagt, zwischen 20 und 30, zu 80% weiblich. Mhm. Was, ja, das finde ich gut. Sie, glaube ich, sind so ein bisschen kultiviert und selbstironisch. Mhm. So wie du. Naja, kultiviert, weiß ich nicht, selbstironisch, ja. Also grundsätzlich ganz nette Leute und ich nutze das auch immer aus, wenn ich die so auf der Straße treffe, zufällig, dass ich dann ganz viele Fragen stelle. Wo hast du von mir gehört? Ach wirklich, du fragst welche dann? Manchmal, wenn ich Zeit habe. Also lieb, okay. So Marktforschung. Aha. Du bist im Grunde deines Herzens Statistiker wahrscheinlich. Dann richtig, und ich liebe das ja wirklich, du kannst dir überall reinschauen, bei YouTube in die Statistik, bei den Podcast-Anbietern in die Statistik, was sie noch gerne hören. Und jetzt so wie die wertvolle Info bekommen, dass Leute, die meinen Podcast hören, lieben es auch, die Sängerin Billie Eilish zu hören. Die ist ja der Hot Shit gerade. Eben, ist, aber was mache ich jetzt damit? Soll ich jetzt ein Duett mit ihr aufnehmen? Nein, du musst jetzt auch Billie Eilish hören. Ja, genau. Okay, die anderen ich nehme es. Challenge accepted. Okay, was ich auch noch rausgefunden habe, scheinbar, ist, dass du 49 Zuhörer in Italien hast. Oh, uh-huh.
Und da bin ich sehr stolz darauf. Das heißt, du musst jetzt Italienisch lernen? Ja, ich kann leider kein Italienisch, aber es ist eine wunderschöne Sprache. Und sagt man dem Italienischen nicht nach, dass es quasi aus den schönsten Dialekten zusammengewürfelt wurde? Das haben wir irgendwo gehört. Und deswegen ist das die schönste Sprache der Welt. Aber ich kann mir diese Statistik nicht ganz erklären. Ich glaube, das sind vielleicht Leute, die im Urlaub sind. Genau, die dich aber selbst im Urlaub dann noch hören wollen. Ja. Weißt du, wo andere Leute entspannen, sagen die, nein, jetzt ist Buchinger Time. Ich finde es ganz spannend. Ab und zu kriege ich so Nachrichten, wo Leute sagen, sie machen gerade ein Auslandssemester und dieser Michi Buchinger Podcast ist einfach ihr Stückchen Heimat. Ihr Österreich. Nett. Voll nett. Ja. Eigentlich schon so. Ja. Carpe diem. Apropos schön, was macht denn für dich ein glückliches Leben aus? Was beinhaltet das? Was braucht's? Ich glaube, gute Frage. Ein glückliches Leben ist, glaube ich, wo ich viel Zeit habe, auch meinen eigenen Interessen und so Self-Care nachzugehen und mir gut um mich selbst zu kümmern. Weil ich finde, es ist ganz schwierig, besonders wenn man mit den sozialen Medien und mit dem Internet arbeitet, irgendwann abzuschalten. Mhm. Weil ich mache das ja nicht nur als Produzent, sondern auch als Konsument. Und ich merke dann ganz oft, wenn ich so mit der Arbeit fertig bin, dass ich dann noch im Bett liege und irgendwelche Instagram-Stories schaue. Mhm. Und das ist ja schön und gut. Aber dadurch, dass ich so in dieser Szene verankert bin, muss ich mir manchmal sagen, Michi, stopp. Und ich glaube, ein gutes und glückliches Leben ist dann ein Leben, wo man so ein bisschen diese Balance hat und auch nicht vergisst, die Leute dann noch im echten Leben zu treffen, auf Kaffee und Kuchen. Verstehe. Und besonders, weil ich erzähle dann halt oft von meiner Screen-Time. Also da wird ja auf dem iPhone gemessen, wie viel du am Handy bist und dann sind es halt so 6 Stunden am Tag. Mhm. Und dann sagen meine Freunde, ja, aber das ist doch dein Beruf und so weiter. Und ich denke mir, ja, aber trotzdem muss ich irgendwie, ich bin ja nicht nur am Handy, ich bin ja auch am Laptop. Das ist ja voll schlimm. Genau, und da versuche ich ein bisschen Abstand zu finden. Und dann, wenn mir das gelingt, dann habe ich das Gefühl, ich führe ein ausgeglichenes und vielleicht sogar glückliches Leben. Ist Glück für dich eine Entscheidung? Ist das etwas, was man für sich bewusst entscheiden muss oder ist das etwas, was dir passiert? Doch, ich glaube schon, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ich habe schon so Phasen gehabt, wo ich es einfach geliebt habe, irgendwie im Selbstmitleid zu versinken und fand es dann irgendwie auch, weiß nicht warum, vielleicht war es die Aufmerksamkeit, ganz befriedigend. Aber man kann sich dann schon dazu entscheiden, wage ich zu behaupten, dass man zumindest glücklich sein möchte und dann Dinge unternehmen, damit das irgendwie gelingt. Aber das ist halt die große Frage, das Streben nach dem Glück. Wie wird man glücklich? Es ist immer eine philosophische Frage auch zu sagen. Ich quatsch ganz gern mit den Leuten. Das macht mir in letzter Zeit irgendwie glücklich. Das glaube ich auch, dass du ein wahnsinnig kommunikativer Mensch bist und dass du darin was findest. Ja, aber das war nicht immer so. Ich habe mir immer so eingeredet, dass ich eher so der Einzelgänger bin und introvertiert und so weiter. Und das kann eh sein. Ich habe schon gern meine Ruhe, aber dann brauche ich es halt auch mit Leuten zu reden und vor allem auch manchmal über so Probleme und schwierige Themen zu reden. Das finde ich eigentlich ganz nett. Gibt's da so den Inner Circle an Freunden? Gibt's da einen Freundeskreis, zu denen du gehen kannst, wo du sagst, du kannst mit ihnen über alles reden? Gibt's ja, genau, das gibt es. Und ich finde es aber ganz witzig, weil zum Beispiel mein Freund, der hat so einen richtigen Freundeskreis, wie in der Serie Friends. Das sind so 6 Leute und wenn du dich mit denen triffst, ist es immer nur im Sechserpack. Und ich dagegen mag es eigentlich ganz gern, die Leute so wie wir jetzt sind, so eins auf eins zu treffen, weil dann habe ich halt das Gefühl, dann kann man so die richtigen Themen auspacken. Mhm. Wenn du jetzt in einer Sechserrunde sitzt, dann rede ich auch nicht über Herzschmerz. Mhm. Ja, klar. Ja. Aber das ist eigentlich nett, weil ich glaube, ich habe das im Urlaubspodcast von dir, glaube ich, richtig nachgehört, dass du ja eigentlich, also wenn man dich jetzt zu einer Spezies dazuziehen sollte, bist du eher Leseratte. Mhm, yes. Dein Freund ist aber eher Serienschauer oder serielle Serienschauer. Das ist richtig. Und im Urlaub hat er dann wirklich auch noch Serien geschaut. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen ein Thema zwischen uns. Wobei, es war 5 Wochen Urlaub, muss ich vielleicht dazu sagen. Das war sehr, sehr lang. Das heißt, in diesem Urlaub ist alles vorgekommen. Er hat natürlich auch das ein oder andere Buch gelesen und es war dann eh okay. Aber ich habe in jedem Urlaub habe ich das Gefühl, lerne ich eine Lektion. Und in diesem Urlaub war es die Lektion, dass jeder eigentlich machen kann, was er will. Es braucht mir nicht reizen, wenn jetzt mein Freund oder meine Mitmenschen nicht ihren Urlaub so verbringen, wie ich ihn verbringen würde.
solange wir uns noch hier und da in die Augen schauen und miteinander reden, ist okay. Ich finde es nur total süß, weil es eigentlich so, da fahren wir irgendwo anders hin, damit man was anderes sieht. Ja. Und dann sieht man die Serien von daheim. Ja, genau, und ich lese die Bücher von daheim. Also ihr könnt ja irgendwie. Na gut, aber es war als Entspannungsurlaub angesetzt und das war schön und gut. Aber ich habe gemerkt, 5 Wochen Entspannung ist auch zu viel. Ist zu viel? Ich weiß nicht, ob ich zu sehr drin bin in dieser. Darin, in dem Rat, was leisten zu müssen, aber nach so 2 Wochen ohne Produktivität dachte ich mir so, pff, was mache ich jetzt? Und dann sind zum Glück so ein paar E-Mails gekommen, wo ich mir dachte, yes, jetzt kann ich wieder zurückschreiben. Okay. Na, ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, hast du als Kind gewusst, dass du werden möchtest eines Tages? War das? Nein. Gar nicht. No. Und es gab ja, naja, was wollte ich? Ich wollte immer irgendwie vielleicht im Fernsehen sein oder in den Medien generell. Und ich habe dann an der Schule so einen Berufseignungstest gemacht, wo rausgekommen ist, ich soll Musical-Star werden, was ich ganz witzig fand, weil ich weder singen... Test. Ja, war ganz angenehm, aber ich kann weder singen noch tanzen. Ich dachte mir so, was will die Frau von mir? Warum soll ich jetzt Musical-Star werden? aber ich verstehe schon, was, glaube ich, gemeint war. Ich brauche offenbar dieses, irgendwie eine Show abzuhalten, abzuziehen. Und genau, wie hat es dann ergeben? Durch Zufall. Ich habe halt einfach mit 16 mit diesen Videos angefangen und das hat sich weiterentwickelt. Und ich habe dann Englisch studiert, just for fun. Du hast das abgeschlossene Studium. Sogar mit einem Bachelor. Also das war, ich habe irgendwie so den minimalen Aufwand betrieben. Aber ich glaube, wenn es nach meinen Eltern oder so besonders nach meinem Vater gegangen wäre, dann hätte ich irgendwie so Wirtschaft studieren sollen oder Chinesisch. Weil dein Vater ist Unternehmer oder genau, ist? Genau. Ja. Der ist in der Immobilienbranche und er war immer sehr nett. Er hat mich nie zu irgendwas gezwungen, aber er hat halt immer so Ratschläge und Tipps gegeben. Und ich verstehe das, weil damals war es ja so, dass du dir denkst, okay, mit dem Internet, wie soll man da Geld verdienen? Mhm. Und jetzt, dann so Jahre später, also wir haben uns letztens unterhalten und sind beide draufgekommen, dass es doch ganz gut so war. Wobei jetzt zu behaupten, dass ich gewusst hätte, wohin das führt, wäre ja auch gelogen. Aber es ist so, dass du seit 2016, glaube ich, gut davon leben kannst. Ja, aber ich muss ja sagen, ich führe auch ein kleines Leben. Also ich habe keine... Das ist ein kleines Leben. Ja, ich habe jetzt nicht so die riesigen Ausgaben. Aber ja, ich verdiene seit 2016 quasi... Oder seit 2014 mein Geld damit, seit 2016 bin ich selbstständig und macht Spaß. Ich bin immer offen für Neues. Ich finde es schön, dass es sich so weiterentwickelt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder Tag anders ist, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass jedes Jahr so ein bisschen anders ist und immer neue Herausforderungen kommt. Aber das heißt, du brauchst Abwechslung als Mensch, das ist... So schätze ich die jetzt mal ein. Also ich weiß nicht, ob ich es brauche. Manchmal stellen wir es auch angenehm vor, wenn ich irgendwo arbeite von 9 bis 5, genau, wie in diesem Dolly Parton-Song. Und dann gehe ich nach Hause und vielleicht lasse ich dann meine Sorgen im Job. Glaubst du, geht das? Wenn ich so Wurstverkäufer wäre. Wenn ich mir denke, gut, das Filetsteak wird nicht so geil aufgeschnitten, aber was soll's. Absichtlich schlecht geschnitten. Genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das, weil ich es einfach nicht kenne, weil ich mir das deswegen aufregend vorstelle. Oder nicht aufregend, sondern angenehm. Brauche ich die Abwechslung? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auf jeden Fall aber immer offen für die Abwechslung und versuche dem irgendwie entgegenzukommen und irgendwie so mit go with the flow. Du bist jetzt mit dem Dominik, mit deinem Freund, mit deinem Partner eigentlich schon relativ lang zusammen. 6 Jahre. Ist das lang? Naja. Also es gibt das verflixte 7. Jahr, das ist schwierig. Richtig. Ja. Weißt du, ich habe letztens gehört von einer Paartherapeutin, dass angeblich jedes Jahr, alle 7 Jahre ist ja der Mensch komplett neu. Genau. Aber ja. Was diese These hat natürlich dann den Haken, dass die Partner nicht gleich alt sind. Das heißt, mein Freund hat sie vielleicht schon komplett erneuert und bei mir kommt das erst. Du fühlst dich noch nicht komplett erneuert. Nicht wirklich. Aber ihr seid jetzt auch, glaube ich, zusammengezogen. Es war unfreiwillig, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ihr wollt jetzt eine neue Wohnung beziehen, die ist später fertig geworden. Genau. Aber Tatsache ist... Wir wohnen jetzt auf kleinstem Raum zusammen. Was ein guter Test ist wahrscheinlich. Es ist wirklich ein guter Test und wir streiten selten. Also wir streiten generell wenig. Ich bin ein Fan davon, die Dinge anzusprechen, sobald sie mich stören. Das und sie du. Nicht erst, ja, okay. Eigentlich schon. Und sie nicht erst irgendwie so köcheln zu lassen, bis ich dann explodiere. Und ich glaube, deswegen wird wirklich wenig gestritten.
Weil ich dachte mir eigentlich, besonders wenn man zusammenzieht und dann so merkt, wie der andere wirklich ist, 24 Stunden am Tag, dass es dann mehr Potenzial gibt. Und ja, natürlich fallen mir Dinge auf und ihm wahrscheinlich auch an mir, wo man sich so denkt, so, okay. Aber du sprichst sie dann sofort an immer, oder? Ich spreche das dann schon irgendwie an, ja. Also nicht sofort, aber ich lasse das 2 Tage marinieren und dann rede ich drüber. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Damit fahre ich ganz gut. Das klingt nach einem guten Rezept. Ja. Ja, es ist keine Absicht, aber ich bin halt immer so, wenn mir was stört, dann nagt es an mir und dann spreche ich es gerne aus und möchte den Konflikt ja so schnell wie möglich lösen. Wahrscheinlich auch, weil ich vom Sternzeichen Waage bin und einfach diese Harmonie brauche. So steht das immer am Zuckerbackerl. Ey, ist das tatsächlich so? Bist du so ein harmonischer Mensch jetzt an sich? Ich bin wirklich ein sehr harmonischer Mensch. Ich habe das schon so in der Kindheit, wenn meine Eltern gestritten haben, bin ich immer so in die Rolle des TV-Therapeuten geschlüpft und wollte das so schnell wie möglich lösen, oh, damit Harmonie im Haushalt herrscht. Ja, und oft ist es gelungen. Das klingt aber auch noch ein bisschen so ein Tipp für, wie man im kleinen Rahmen ein besseres Leben führen kann. Was meinst du? Die Dinge sofort ansprechen? Ja, und ein bisschen so im Kleinen die Welt versuchen zu verbessern vielleicht. Naja, ich habe aber auch, ich meine, es hat seine Pros und Kontras, aber hier und da ist ja der Konfrontation oder ein Konflikt einfach notwendig. Das passiert halt im Leben. Und wenn es nach mir gehen würde, wäre 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, alles happy peppy. Aber das ist jetzt halt auch im Job einfach ist nicht ne? möglich. Ab und zu stößt man aneinander. Aber ja. Weil wir jetzt gerade auch beim Job waren, du bist ja gefühlt eher Freestyler. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so der Zugang, den du zum Leben hast. Einfach du tauchst auf und dann bist du da und dann zelebrierst du das auch auf gewisse Art und Weise, aber es geht immer gut, es funktioniert richtig so. Richtig. Und ich bin ja manchmal schon ein bisschen misstrauisch, weil es geht immer halbwegs gut, wie du richtig sagst, nur irgendwann geht es dann bergab. Wie weit kann man mit so einer Methode kommen? Stimmt, aber im Moment schwimmst du ja noch auf der Welle oben. Ja? Genau so ist es und ich versuche wirklich irgendwie offen und neu und jung zu bleiben, indem ich immer wieder was Neues probiere, weil sobald mir irgendwie fad ist oder langweilig, dann denke ich mir so, dann werde ich ja sehr schleißig und mache meine Arbeit schlecht, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt fragen wir dann 3 Dinge, die Michi Buchinger für Geld niemals tun würde. Wahlwerbung ist das Erste. Das Zweite ist Pornografie. Ich meine, sagen wir, wobei. So, dann mit 60. Schauen wir mal, wo mich meine Karriere hintreibt. Nummer 3. Ich glaube, so Dschungelcamp. Ich mache mir manchmal Gedanken über... Aber du schaust es dann nämlich an, oder? Nein, auch nicht. Nein, das kann ich mir, glaube ich, nicht anschauen. Nicht nur... Also die erste Staffel habe ich schon gesehen, weil man da die Promis noch so ein bisschen kannte. Und jetzt bin ich halt schon so... was denn? Kenne niemanden. Ich mache mir oft Gedanken, welche dieser Shows ich eines Tages machen würde, wenn ich gefragt werde. Und bin drauf gekommen, keine. Außer womöglich der einzige Star ist, wo da muss man nur tanzen. Aber du magst ja tanzen nicht. Na und? Das würdest du lernen dann für die Show? Ja, sicher. Okay, cool. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Das letzte Mal getanzt, was meinst du damit? So Ballroom-Dancing? Na, wirklich glücklich für dich getanzt. Na, beim Ausgehen, wobei nein. Ich bin ja ab und zu so ein alleine nachts vor dem Spiegel-Tänzer. Ich finde das ganz wichtig. Also wichtig. Manchmal überkommt es mir. Es ist so ein Instagram-Trend, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Sehr viele Leute stehen morgens auf und dann tanzen sie. Und dann filmen sie sich und dann stellen sie das ins Internet. So weit bin ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich bin halt mehr so dance like nobody's watching. Und wenn niemand zusehen soll, dann stelle ich das auch nicht auf Instagram. Das wäre mir, glaube ich, unangenehm. Aber ja, ich mache das dann nachts und nicht morgens. Du machst den Gegentrend nachts vor dem Spiegel tanzen. Es hat was. Manchmal, ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, wenn ich zu viel Energie in mir habe, dann muss ich mich so auspowern, wie man so ein kleines Kind auspowert, damit es endlich einschläft. Mhm. Und genau, ich versuche mich so wie ein kleines Kind zu behandeln. Ich habe jetzt auch noch aufgeschrieben, apropos Arbeit, Vorbild ist die Oper. Ja, auch. Stimmt natürlich, weil weißt du was, die war jahrelang sehr, wie sagt man,
Also die ist noch immer sehr zugänglich, weil sie halt zwar viele Leute erreicht und, glaube ich, ein sehr exzentrisches Leben führt und im Reichtum schwimmt, aber sie wirkt trotzdem noch so wie jede zweite Person und sie hat einfach Probleme, die wir alle haben, sei es mit dem Gewicht oder mit Beziehungen. Sie ist nicht perfekt. Sie ist nicht perfekt. Mhm. Und das fand ich ganz witzig. Ja. Ja, genau. Und da habe ich mal im Urlaub so eine ganz umfangreiche Oprah-Biografie gelesen, die, glaube ich, auch gegen ihren Willen geschrieben wurde. Okay. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich liebe so Biografien zu lesen. Was fasziniert sich an Oprah und was kannst du von ihr lernen, glaubst du? Ich glaube, es ist ja dieses Durchhaltevermögen, dass die einfach jahrelang so an ihrem Traum festgehalten hat und sie dann auch irgendwann so weiterentwickelt hat, weil jetzt nichts zum Beispiel gegen die Barbara Kalisch, aber die Oprah-Show war sehr lang so Barbara Kalisch ähnlich. Mhm. Und irgendwann hat sie dann aber diesen Selbsthilfe- und Erleuchtungsaspekt dazu geholt und sich sehr mit den Themen Achtsamkeit und so weiter auseinandergesetzt und große Denker in ihre Show eingeladen. Und das finde ich ganz spannend, wenn jemand so mit der Zeit geht und sagt, okay, es ist jetzt vielleicht noch 10 Jahren des gleichen Sendungskonzepts mal an der Zeit, so ein bisschen was Neues zu machen und auch so gewisse Ideen und Gedanken so der Masse zu zeigen. Das finde ich immer ganz schön, wenn jemand seine Stimme doch auch für was Gutes nutzt. Und ich finde, bei ihr hat man nicht immer das Gefühl, dass sie sowas jetzt was verkaufen möchte. Aber man muss ja nicht. Gut, jetzt macht sie irgendwas mit Weight Watchers. Aber ich muss es nicht kaufen. Ja, klar, das stimmt. Aber ist das für dich auch ein Punkt, wo du sagst, du hast jetzt relativ viele Abonnenten und Follower und du hast da eine gewisse Verantwortung damit, auch jetzt gegenüber den jungen Leuten da draußen vielleicht? Oder? Yes, das auf jeden Fall. Aber ich muss wiederum sagen, dass bei mir, ich glaube, die Leute folgen mir, weil sie mich irgendwie witzig finden. Und dieser, ich weiß nicht, ob Inspiration dahinter ist. Ich glaube, es gibt viele andere Blogger, wo vielleicht die auch noch mehr darauf achten müssen. Also ich achte eh schon drauf, irgendwie ein gutes Vorbild zu sein. Aber sehr viele der Dinge, die ich dann von mir gebe, sind halt einfach mit einem Augenzwinkern und nicht ernst zu meinen. Und ich hoffe, die Leute checken das auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Fitness-Blogger wäre oder sagen würde, so muss man sich ernähren, damit man gesund lebt, also da wäre ich ganz vorsichtig. Das würde ich ja nie machen, glaube ich. Ich finde das eh spannend. Also eine große Säule unseres Magazins ist Ernährung. Ja. Und du hast ja Buchingers Backvideos. Yes, ich bin ganz schlecht im Backen. Aber du machst das wahnsinnig gern. Ja, weil ich finde, das ist schon irgendwas, wie sagt man, ja, es ist fast wie, oft geht es mir nicht so gut und dann backe ich was und dann bin ich danach besser gelaunt. Aber ich glaube, das ist einfach dieses Kreative und dass du einfach mal das Handy weglegst und dann eine Stunde irgendwas Normales mit den Händen machst oder was recht Altmodisches. Und dass du dann am Schluss was hoffentlich Schmackhaftes zubereitet hast, das heitert mich ganz oft auf. Und in Richtung Ernährung bist du da jemand, der... Hast du einen Ernährungscoach? Wie gehst du da ran? Ich gehe viel laufen. Das heißt, ich esse, was ich will und dann gehe ich laufen. Das finde ich wirklich einen guten Ausgleich. Weil weißt du was? Ich finde das Laufen, viele Leute sagen, es ist wahnsinnig anstrengend und es ist fad und so weiter und das verstehe ich. Aber es macht irgendwie auch meinen Kopf so frei. Und oft erwische ich mich dann dabei, dass ich nicht laufen gehe, weil ich mir denke, oh, ich muss jetzt schauen, dass ich diese Kalorien verbrenne, sondern einfach, weil ich mir denke, der Kopf ist voll von irgendwelchen komischen Gedanken, ich gehe jetzt laufen und danach ist es wirklich irgendwie besser. Und ich spüre auch noch immer dieses Runner's High, wo man immer sagt, dass man das bekommt, dass man sich nach dem Laufen das fühlt, als wäre man auf Droge. Ja. Also halt irgendwie, oder einfach besser drauf. Ja, das kriege ich wirklich. Also ich habe gehört, man muss eine gewisse Zeit lang laufen, einen gewissen Zeitraum laufen, dass das dann auftreten kann. Weißt du, wie lang? Über eine Stunde, glaube ich. Oh Gott. Na gut, aber ich mache so 45 Minuten. Das heißt, bei dir kommt es früher dann auch. Vielleicht habe ich einfach so ein kleineres Runner's High. Ich muss jetzt mal eine Viertelstunde dranhängen und vielleicht bin dann überhaupt in einer neuen Dimension. Wo laufen denn Michi Buchinger? Magst du einen Teil deiner Laufstrecke verraten? Oder ja, sehr gerne am Donaukanal. Ich finde das angenehm, weil keine Ampeln, wenige Leute, wobei es kommt immer drauf an. Gestern war ich um 17 Uhr laufen und da sind dann schon diese Menschen, die halt so in der Strandbar chillen. Mhm. Das war mir dann doch eher unangenehm, weil ich habe immer die Sorge, dass ich dann Bekannte treffe. Mhm. Und ich schaue halt beim Laufen auch nicht so toll aus. Es ist dann wie so ein Ungeheuer, das Wien unsicher macht und da will ich nicht so gern beobachtet werden. Besser ist es dort am Morgen, wenn man die Zeit hat, um 7
dann. Bist du früh aufstehen? Ist ganz angenehm. In letzter Zeit ja. Mhm. Ich finde das, und ich muss mir gar keinen Wecker mehr stellen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich in der Früh ein bisschen produktiver sein kann und so nach 10 oder auch nach 8 passiert in meinem Leben oder in meinem Alltag eh nichts sonderlich Produktives mehr, mhm. außer dass ich vielleicht einen Film schaue. Und wenn ich dann früher aufstehe, habe ich das Gefühl, kann ich den Tag mehr auskosten. Gibt es neben dem Laufen noch etwas, was du machst jetzt körperlich? Ist das Yoga oder? Manchmal versuche ich zu meditieren, aber dann, ich weiß nicht, das hat nicht immer den Effekt, den ich gern hätte. Bist du ein zu unruhiger Geist zu meditieren? Ich glaube, ich bin zu unruhig, genau. Und wenn ich es in der Früh mache, habe ich schon so ein bisschen meine To-Dos im Kopf. Das ist natürlich nicht so geschickt. Nein, das finde ich auch nicht geschickt. Ein paar Mal habe ich es zum Einschlafen probiert, das war ganz angenehm. Ich versuche mir in letzter Zeit halbwegs gut zu ernähren. Also was ist schon gut, aber halt jetzt nicht den ganzen Tag nur Zucker zu essen. Das heißt bewusster. Bewusster zu ernähren, ja. Du sagst es. Ich versuche, wenn ich schon nicht laufen gehe, dann zumindest viele meiner Wege zu Fuß zurückzulegen. Mhm. Und ich finde das in Wien sehr einfach. Also kommt drauf an, wo man wohnt. Wir sitzen gerade im Podcast-Kammerl von Carpe Diem in Wien. Also ja. Wir sitzen in Wien, genau, das uns besucht. Genau. In Wien, richtig. Ja. Und in Wien gibt es auch wahnsinnig viele Elektroroller in letzter Zeit. Jetzt habe ich mich gefragt, Michi Buchinger, zu Fuß oder Elektroroller? Na, zu Fuß. Also nichts gegen diese Elektroroller, wobei doch, ich bin sehr privat. Ich spreche als Privatperson und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Vor allem stört mich aber, dass sie halt überall herumstehen. Wenn es da so eine Station geben würde, wo man die hinstellen kann, so einen designierten Parkplatz, würde ich es recht angenehm finden, aber die liegen halt immer irgendwo. Die Leute lieben es, sie in den Donaukanal zu werfen. Ja. Verstehe nicht warum. Genau, ich glaube, das muss man vielleicht, also ja. Und wo darf man damit fahren? Soll man am Gehsteig fahren? Du darfst nicht auf dem Gehsteig fahren, du darfst, glaube ich, auf dem Radweg fahren. Und wenn es keinen gibt, dann auf der Straße. Ich habe das Gefühl, es fahren immer alle am Gehsteig. Und dann stehen sie zu zweit drauf auf dem Elektroroller. Nur um dich zu ärgern. Nur um mich zu ärgern, weißt du? Und mit dem muss ich tagtäglich auskommen. Und deswegen muss ich dann so Achtsamkeitsdinge betreiben, damit ich wieder runterkomme. Ach, die Leute. Du warst in deiner Jugend, glaube ich, mal magersüchtig, wenn ich es richtig nachgelesen habe? Ja. Und das war, ich glaube, es hat so mit 15 angefangen. Also ich war recht mollig zu der Zeit. Und das war dann irgendwie so mein... Wie sagt man? Ich wollte die Kilos schnell loswerden und so ist mir das dann gelungen. Aber einerseits bin ich schlank geworden, aber andererseits finde ich, hat es mir irgendwie so ein Ziel gegeben. Ich fand es halt zu dem Zeitpunkt irgendwie befriedigend, dass das so, also abnehmen ist ja grundsätzlich was. Und ich hab nicht so viel gewogen. Das habe ich sehr leicht, ein sehr leicht zu erreichendes Ziel. Ja. Während ich zum Beispiel immer damit gerungen habe, in der Schule Freunde zu finden oder eine bessere Note in Mathe zu kriegen. Das waren jetzt so Dinge, die sind mir schier nicht gelungen. Und dann habe ich gedacht, so gut, aber 5 Kilo abnehmen, das schaffe ich gerade noch. Mhm. Und irgendwie war es, glaube ich, so das Zurückgewinnen der Kontrolle, das ich so wollte. Und dann fragen immer die Leute, wie ich davon losgekommen bin. Ich weiß es nicht, das hat irgendwann einfach aufgehört. Ich bin von zu Hause ausgezogen und habe auch irgendwie meinen Heimatort verlassen. Und ich glaube nicht, dass das damit zu tun hatte. Aber wo ich dann auf mich selbst gestellt war, dachte ich mir so, gut, ja, so kann ich jetzt ja nicht weiterleben. Weil okay. Ich hatte schon immer dieses Umfeld, die gesagt haben, oh Michi, bist du dünn, schau, dass du mehr isst. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich halt alleine in eine Wiener Wohnung ziehe, wo einfach niemand darauf achtet, ob ich jetzt mich gut ernähre, könnte böse enden und dann habe ich doch irgendwie diesen Weg rausgefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, da bin ich mir ein bisschen mehr wert, als dass ich da jetzt herumhungere. Also Selbstliebe gibt es dann schon genug bei dir? Und ja. Das ist aber erst dann so mit, wie sagt man, mit 18, 19, also gut, ja, dann war ich halt 3 Jahre magersüchtig und mit 18, 19 ist das dann so gekommen, dass ich mir dachte, so, jetzt reicht's mal wieder. Das klingt aber auch nach sehr viel Disziplin, wie du dann dir gegenüber hast. Ja, das stimmt schon. Bist du streng mit dir? Ich bin dann manchmal streng mit mir, aber ja, aus so gewissen Sümpfen muss man einfach wieder rauskommen. Und da habe ich mir dann entschieden, ein besseres Leben zu führen und auch wieder glücklich zu werden. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und jetzt ist es mir halt irgendwie so, also es ist fast, als wäre es umgekehrt. Früher war ich sehr dünn und habe in den Spiegel reingeschaut und dachte mir, ah, ich könnte noch abnehmen. Und jetzt schaue ich in den Spiegel rein und denke mir, super, na, da würde ich nichts verändern. Nein, aber es ist halt schwierig, wenn man dieses,
diese irgendwie Störung hat, dass du das nicht so siehst. Ja, es sagt, hat mir eh jeder gesagt, dass ich eh schlank bin, aber ich habe es halt nicht geglaubt, genau. Ich glaube, es ist ein langsamer Prozess und man muss es lernen, aber ich kann jetzt keinen konkreten Tipp geben. Aber du kennst die Situation, ja. Ich kenne die Situation und es ist ja spannend, dass sehr viele Leute darunter leiden. Also das ist ja, glaube ich, ein recht geläufiges Problem. Ich glaube, man darf auch nicht zögern, sich irgendwie Hilfe zu holen. Ich habe es jetzt nie so richtig gemacht, hätte vielleicht machen sollen. Naja, meine Hoffnung war Weg. Immer, dass irgendjemand interveniert und sagt, Michi, du musst ins Krankenhaus, aber es hat nie jemand gemacht. Okay, aber dann bist du Survival-Typ auf jeden Fall, oder? Mhm. Yes. Trinkst du eigentlich Alkohol? Schau, ich habe ein Jahr keinen Alkohol getrunken und jetzt habe ich mich seit, von März 2018 bis März 2019 nicht getrunken und jetzt taste ich mich wieder so ran. Warum? Gab's da, was war der Grund? Was war der Auslöser? Ich habe das Gefühl, es war zu alt, also zu, wie sagt man, zu gewöhnlich für mich. Es war jetzt nichts Besonderes, wenn ich mal was trinke, sondern es war so, ja, in der Früh trinke ich meinen Kaffee, am Abend trinke ich meinen Wein oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, es war dann keine Wertschätzung mehr da und ist irgendwie zu leichtherzig und zu oft passiert, weil wenn du dann den... Also ein Glas Wein am Tag oder zwei, okay, aber wenn du dann halt irgendwie so die gesammelten Flaschen siehst, weil du faul bist, so wie ich, und das nicht zum Glasmüll bringst, dann haben wir schon gedacht, was nicht. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang aufgehört und jetzt bin ich so ein Gelegenheitstrinker, würde ich sagen. Also selten alleine. Also das alleine habe ich mir wirklich aufgehört, aber halt wenn andere Leute trinken. Ich habe in dem Jahr schon gemerkt, dass so das Sozialsein ein bisschen zurückgegangen ist. Und natürlich kann man auch in einer Runde Spaß haben, wenn man als Einziger nichts trinkt. Aber es ist, man muss dann, glaube ich, schon sehr stark sein. Oder man muss dann, glaube ich, ein Party-Animal sein. Ein Party-Animal sein. Und vor allem mit der Energie habe ich es dann gemerkt. Weil Leute, die trinken, habe ich das Gefühl, die haben dann... Die sind dann bis drei unterwegs oder länger. Und ich war dann so mit meinem Mineralwasser schon so um... 9:30 dachte ich, was wird es noch besser. Okay, aber wenn du dann ein Jahr nichts getrunken hast, wo hast du da deine Rauschgefühle dann geholt? Oder wie? Wollen wir mal durchs Laufen? Wirklich? Aber das ist ja voll, also so wollte ich nie werden, wie jemand, der sagt, ich habe jetzt aufgehört zu trinken und den Rausch hole ich mir beim Laufen. Das ist schon sehr bieder gerade. Ja, es ist wirklich bieder. Am Anfang habe ich viel gesnackt. Aha. Ich habe das ja gelesen, dass das ganz wichtig ist, wenn man mit dem Alkohol aufhört. Meine Eltern erzählen das immer, die trinken in der Fastenzeit nichts, kein Alkohol. Und dann haben sie plötzlich immer diesen Süßhunger, wenn sie zum Beispiel den Wein weglassen. Weil Alkohol ist, also Wein ist doch irgendwie zuckerhaltig, nicht? Sag ich was Falsches? Nein, ich glaube, das stimmt schon. Yes. Und dann, genauso war es bei mir, dass ich mir dachte, okay, jeden Tag... um 16 Uhr, so ein kleiner Schokokuchen. Und das war am Anfang irgendwie so mein Highlight des Tages und irgendwann hat sie das auch aufgehört und ich weiß nicht, wo habe ich mir dann meine Kicks geholt? Aus netten Momenten mit Freunden, Begegnungen. Okay, soziales Miteinander. Soziales Miteinander, fest. Genau. Wie schläft denn der Michi Buchinger eigentlich? Naja, da schürst du ein ganz heißes Eisen. Mal besser, mal schlechter. Ich schlafe gut, wenn ich einen freien Kopf habe. Im Urlaub war das super. Und sobald ich dann irgendwie mehr Stress habe in meinem Alltag, dann bin ich doch jemand, der das dann mit ins Bett nimmt und dann so an die To-Dos denkt. Mhm. Und das muss man, glaube ich, irgendwie lernen, abzuschalten. Deswegen auch manchmal diese Abendsmeditation, damit ich da... Aber das klingt schon so, als würdest du es ernst nehmen, als würdest du sagen, okay, das mit Meditieren möchte ich irgendwann nochmal hinkriegen. Ja, das nehme ich dann schon ernst, weil ich finde, der Schlaf ist irgendwie so eine Grundlage für ein gutes Leben oder für einen guten... ausgeruhten Tag und ich bin einfach nicht so ich selbst, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Und da versuche ich schon irgendwie drauf zu achten. Also ich habe dann versucht, irgendwas, eine Einschlafhilfe zu nehmen. Na, du bist ja am nächsten Tag. Also ich war dann immer zu K.O. Okay. Dann schläfst du zwar 8 Stunden durch, aber... Aber das heißt, du bist dann jemand, der viel träumt, der dann viel verarbeitet und in den REM-Phasen dann... Ja, offenbar. Was sind so meine Träume? Mein wiederkehrender Traum, der mich immer ein bisschen schockt, ist, dass ich träume, dass ich ein Haustier habe, entweder Hund oder Katze. Aber ich komme erst so nach
drei Wochen fällt es mir wieder ein, dass ich dieses Tier habe, das ich nicht gefüttert habe. Und ich weiß, ich kann mir schon vorstellen, was das bedeutet, dass ich meinen Aufgaben nicht gerecht werde, meinen Verpflichtungen. Interessant, okay. Und dieser Traum ist ganz spannend. Also ich hätte voll gerne ein Haustier, nur glaubst du, vergesse ich das dann? Ich glaube nicht. Ich glaube, in Wahrheit ist dann so viel Herz da, dass du es nicht vergisst. Okay, Gott sei Dank. Danke. Carpe Diem. Thema Freundschaft, wie wichtig ist denn das? Es wird mir immer wichtiger. Ich war zeitlang so, dass ich, also so mit 18, 19 hatte ich schon sehr viele Freunde und irgendwann hatte ich dann auch mehr zu tun, so im Beruf, und bin ein bisschen selektiver geworden und musste mir auch eingestehen, was sind jetzt meine wahren Freunde und was sind also Ausgefreunde. Wer geht mir eigentlich auf die Nerven? Und dann habe ich versucht, so einige, mich ein bisschen rarer zu machen und dann auch einige Freundschaften zu beenden. Und jetzt bin ich aber doch so, dass ich glaube, ich habe einen guten Freundeskreis. Ich würde sagen, 5 gute Freunde, die ich regelmäßig treffe. Nur einer meiner größten Fehler ist, dass ich halt dann selten die Initiative ergreife und sage, hey, treffen wir uns. Und ich warte immer, dass ich so gepflückt werde wie ein Blümchen und jemand zu mir sagt, hey, Lust auf Kaffee. Und da bin ich jetzt richtig dahinter, seit einem halben Jahr oder so, dass ich dann regelmäßig sage, jetzt treffen wir uns, weil das ist gut, dieser Austausch. Das heißt, Freunde sind mir schon sehr wichtig, aber ich muss das irgendwie erst so lernen mit der Zeit. Du polarisierst ja auch sehr jetzt. Also du hast, sagen wir es mal auf Englisch, Lover and Hater. Also du hast, wie gehst du mit dem um? Es ist ja bewusst, dass es passiert, dass das du so ist bist. Richtig. Ja, das ist manchmal ganz schwierig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es kratzt mich nicht so sehr, aber zum Beispiel, wenn jemand unter meinen Videos was Negatives schreibt, ist mir das recht egal. Das ist dann meistens ein negativer Kommentar für 100, unter 100 positiven, also das passt dann schon. Aber ab und zu passiert es, dass irgendwie ich in einer Sendung zu Gast bin oder ein Artikel über mich verfasst wird in einer Zeitung und ich bin dann halt schon so, dann klicke ich auf die Online-Version dieses Artikels und sehe, oh, 400 Kommentare, ich bin gespannt, was die Leute schreiben, und dann sind es halt, keine Ahnung, 380 Negative, die sagen, was ist das für einer, was ist seine Berechtigung im Leben. Und das trifft mich dann manchmal schon. Aber am ehesten trifft es mir halt, wenn ich das Gefühl habe, das, was da jetzt geschrieben wird, spiegelt so meine eigenen Zweifel wider. Das passiert auch. Also ja, ab und zu, wenn jemand halt irgendwie so sagt, ja, jetzt ist er gut unterwegs, aber schauen wir mal, wo er in 2 Jahren ist, denkt man so, oh Gott, so haben wir auch schon gedacht. Und das finde ich ganz witzig. Also das ist dann, wie ich drauf gekommen bin, dass das so ist und dass mich halt die Kommentare stören, die irgendwie ein Echo meiner eigenen Gedanken sind. Also sobald ich das irgendwie gemerkt habe, ging es mir auch besser, damit umzugehen. Also ist mir leichter gefallen. Und schaust du das jetzt in dir drinnen selber auch an und sagst, okay, warum geht's mir da so? Warum habe ich Angst, dass es in 2 Jahren... Ich versuche mir das so zu analysieren und dann komme ich meistens drauf, dass diese Dinge, diese Gedanken irgendwie wenig Fundament haben, weil ich denke mir das schon seit 10 Jahren und es hat immer noch irgendwie geklappt von dem her. Aber ja, jetzt bin ich eher gut ausgeglichen und komme von diesen, also ich lese die Kommentare nicht mehr. Das hört man immer. Das scheint ein gutes Rezept zu sein, ja. Aber das sagen doch viele Menschen, die irgendwie so mit irgendwas in der Öffentlichkeit stehen, dass sie sich weder die positiven, also auch die positiven und auch nicht die negativen durchlesen, weil das beeinflusst einfach zu sehr. Wenn ich jetzt glaube, dass ich urcool bin und alles, was ich mache, Gold wert, wäre das, glaube ich, auch keine gute Einstellung. Von dem her. Wie gehst du mit Niederlagen um, mit Anfeindungen, mit Ablehnung? Ja, gute Frage. Wie gehen wir mit Niederlagen um? Ich lasse mir dann immer sagen, dass offenbar jeder Mensch Niederlagen hat. wird mir immer wieder eingeredet. Und dann finde ich es eigentlich, na, ich glaube, daraus kann man lernen. Ich versuche dann immer zu schauen, okay, warum war das jetzt eine Niederlage? Gewisse Dinge, was war meine letzte Niederlage? Ja, irgendwo habe ich einen Kabarettauftritt gehabt am österreichischen Land und der war so mäßig verkauft. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, meine Beliebtheit sinkt. Und okay, Dann versuche ich es aber irgendwie so rational zu sehen und so zu erklären, okay, meine Zielgruppe sind halt sehr viele Studenten, vielleicht gibt es halt einfach in dieser dörflichen Gegend, wo ich war, nicht so viele Michi Buchinger-Fans. Und wenn dann wieder in Wien auftrete, dann geht es ja eh wieder. Versucht dann irgendwie nett zu mir zu sein nach einer Niederlage
und das schön zu reden. Na, ich glaube, was du auch vorher gesagt hast, ich glaube, der Thomas Brezian hat das, glaube ich, sogar auch gesagt, dass es halt bei den Niederlagen auch darum geht, bald wieder aufzustellen, den Staub abzuklopfen und weiterzumachen. Ja? Richtig, und das versuche ich auch von ihm zu lernen. Er hat ein sehr gutes, wie sagt man, einen sehr guten Drive auch, weil in der Zeit, wo ich 2 Bücher veröffentlicht habe, hat er, glaube ich, 20 veröffentlicht. Dieses Jahr sind es 4. Er ist aber auch speziell, muss man es auch sagen. Und vor allem, es sind nicht mehr Kinderbücher. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt ein Kinderbuch schmälern möchte, aber gut, wenn was 60 Seiten hat, okay, kann man vielleicht mehrere im Jahr veröffentlichen, aber dieses Jahr hat er tatsächlich, glaube ich, 4 Bücher für Erwachsene. Hui. Also, aber der lebt es mit dem Autor-Dasein auch wirklich. Also ich bin halt so einmal im Jahr für 2 Monate Autor, habe ich das Gefühl, und der ist halt 24 Stunden am Tag Autor. Wann bist du souverän? Wann bin ich souverän? Ich versuche, wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne, kann man das sagen, dass man das souverän ist? Ja, ich versuche das irgendwie nett zu sein, weil das Witzige ist ja so, als Mensch aus dem Internet triffst du manchmal Leute auf der Straße, die zum Beispiel dann laut schreien und dich umarmen und so weiter. Und früher bin ich damit zum Beispiel gar nicht klargekommen, weil ich mir dachte, woher kommt das jetzt? Wir kennen uns ja nicht. Und jetzt verstehe ich natürlich, dass zum Beispiel durch das Internet und besonders wenn man halt sehr viel Persönliches preisgibt, diese Illusion entsteht, dass man sie jetzt sehr gut kennt. Und da versuche ich dann in solchen Situationen sehr souverän zu bleiben und einfach so auch zu tun, als würde ich diese Person urgut kennen. Und dann ist das eigentlich meistens ganz schön, weil ich möchte mein Gegenüber nicht den Eindruck geben, dass ich das jetzt komplett komisch finde, was da passiert. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt, souverän zu sein. Gab es da auch schon wirklich komische Encounter dann und Zusammentreffen mit Fans? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt da immer auf den Alkoholpegel meines Gegenübers an. Ich habe das Gefühl, das Merkwürdigste sind nicht so betrunkene Fans, wenn man das so nennen kann. Und eine Zeit lang hat es mir genervt, wenn Leute so Fotos machen, ohne zu fragen. Mhm. Aber jetzt ist mir das, glaube ich, schon wurscht. Du wurdest ja eigentlich vor allem auch über deine Hasslisten bekannt im Internet. Ja. Jetzt sind wir Carpe Diem und haben gedacht, naja, Hasslisten machen wir nicht, wir machen doch eine Liebesliste. Ja. Wollen wir so 5 Dinge machen, die du liebst? Ja, sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, diese Hasslisten sind ja irgendwie so dieses, das hängt mir lange nach. Ich mache es natürlich nach wie vor und ich habe diesen Teil von mir, der sehr viel hasst, aber grundsätzlich, glaube ich, mache ich das, damit ich bereinigt bin von all den Dingen, die mich stören und dann im Alltag ein netter und freundlicher Mensch sein kann, der sich auch auf die Dinge konzentrieren kann, die er liebt. Nummer 1 der Dinge, die ich liebe am heutigen Tag zum Beispiel, einfach gute Anbindungen in einer Stadt wie Wien zum Beispiel. Also jetzt, wo wir sprechen, wurde, glaube ich, kurz davor Wien zur lebenswertesten Stadt gewählt. Again. Und ich glaube schon, dass sehr viel da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun hat. Dafür bin ich mal dankbar. Wofür bin ich noch dankbar? Ich bin dankbar einfach für gute Gespräche, wie wir eines führen, wenn jemand offen ist und nett und wo ich das Gefühl habe, man kann gut reden. Das freut mich schon. Diese Begegnungen im Alltag, muss jetzt nicht mal in einem Podcast-Studio sein, kann einfach beim Bäcker sein. Nummer 3, was liebe ich? Ich liebe die Jahreszeiten. Ich weiß nicht warum. Ich war früher nicht so. Ich war früher halt immer dieser, wir haben eh vorher schon gesagt, ich liebe den Herbst, das ist vielleicht ja meine Nummer 1, aber ich kann jeder Jahreszeit irgendwie was abgewinnen und ich bin dann so, dass ich sage, oh. Der Michi liebt nämlich den Herbst, aber nicht Geburtstagsfeiern, hat er vorher. Ja genau, ich habe im Herbst Geburtstag, aber trotzdem, ich bin nicht so der Geburtstagsfan, aber ich finde jede Jahreszeit super. Bis zu einem gewissen Grad. Also, dass der Sommer jetzt ein halbes Jahr dauert, will ich nicht. Nummer 4, was ich liebe, ist einfach gutes Essen. Ich bin drauf gekommen, dass mir das doch sehr wichtig ist, dass das ein guter Treibstoff für den Alltag ist. Und mein Freund ist auch sehr ernährungsbewusst und ich muss ihm recht geben, dass, wenn es noch mir geht, würde ich ja jeden Tag sehr viel Süßes und sehr viele Desserts essen. Und wenn ich damit eher bewusst umgehe, fühle ich mich viel besser. Deswegen so ein bewusster Umgang mit Essen liebe ich. Nummer 5.
an meinen Freund. Ist das kitschig? Und es ist schön. Das ist natürlich nicht allgemeingültig, aber ich finde es einfach schön, jemanden im Leben zu haben, mit dem ich alles teilen kann und der halt wirklich viele meiner Gedanken kennt und mich dennoch mag. Voll nett, voll nett. Du hast auch gesellschaftskritische Videos gemacht? Mm. Das ist so wichtig? Yes. Hier und da mache ich das richtig. Und ich finde es ganz, also es war nie so mein Vorsatz. Ich habe immer geschaut, Nummer eins, dass es lustig ist. Nummer zwei, wenn ein Message dabei ist, auch okay, umso besser. Aber oft reden mich Leute an und sagen, Michi, du bist ja so eine politische Figur. Und die denken so, nein, nicht wirklich. Ich habe so zwar ein paar Videos, die sozialkritisch sind, aber ich finde es immer ganz witzig, dass mir dann auch viele Leute sagen, geh doch in die Politik. Und ich bin so, na, warum? Wird niemals passieren? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, es wäre mir zu stressig und ich wüsste nicht genau, wofür jetzt, also nein. Ja, ich kann gut vielleicht reden, wobei, ich war einmal auf einer Feier an einer pädagogischen Schule in Eisenstadt. Also wie sagt man, an so einer Lehranstalt, was auch immer. Und da waren sehr viele Politiker und die haben so Reden gehalten und sind dann zu allen hingegangen und gesagt, hey, neuer Haarschnitt. Ich glaube, dieser Aspekt vom Politiker sein würde mir liegen. Aber wenn, dann halt in einer Kleinstadt oder in einem Dorf. Ihr könnt Bürgermeister von Mühlendorf werden. Und dann gratuliere ich der Frau Schriffel zum 80er. Können wir das als Ziel festlegen für dich? Genau, das wäre sehr gut. So im dritten Akt meines Lebens, dann so mit 60, 70. Die Rückkehr. Ja, das wäre doch schön. Das ist super. Wenn wir jetzt eine WhatsApp-Message nehmen könnten und sie in die Vergangenheit schicken, an ein jüngeres Ich von dir, ja. Mit welchem Datum würdest du sie datieren und was wird da drinstehen? Ich würde es vielleicht datieren so mit 2009 oder naja, davor, 2007, 2008 und irgendwie so sagen, dass alles gut wird. Man muss sich nicht so viele Sorgen machen, auch wenn das direkte Umfeld, zum Beispiel in der Schule, waren alle, also nicht alle, aber sehr viele Leute gemeint zu mir, weil sie gemerkt haben, dass ich schwul bin. Und ich dachte mir so, was werde ich je für ein Leben führen? Ich bleibe sicher bis ans Ende meiner Tage alleine und werde nie Erfolg mit irgendwas haben. Und ich weiß nicht, warum man sich im Alter von, wie alt war ich da, 14, 15, solche Gedanken macht, aber... Ja, ich war dann schon oft schlecht drauf, weil ich mir dachte, ach, Zukunftsängste. Und wenn ich aber damals gewusst hätte, dass das Leben eigentlich total toll ist und es immer, immer besser wird, dann wäre ich, glaube ich, viel leichter durch den Tag gegangen. Wir sind jetzt bei der Abschlussrunde. Fragen, die das Leben stellt. Da haben wir immer, einerseits Ritual. Gibt es ein fixes Ritual, das du hast, das du jeden Tag... Ja, ich glaube, das auf jeden Fall. Und das musste ich auch lernen, das Aufstehen und Frühstücken. Und ich war jahrelang, also sicher bis zu 24, 25, halt jemand, der einfach nicht gefrühstückt hat, weil ich mir dachte, na, brauche ich nicht. Und das ist mir schon sehr wichtig geworden. Das ist einfach dieser beginnt einfach der Tag und so wie viel mehr Energie. Also meinen Morgen möchte ich nicht missen. Und ich merke das auch, wenn ich dann einmal so ein bisschen länger schlafe und nicht frühstücke, dann bin ich ganz so, jetzt habe ich mein Ritual gebrochen. Das fühlt mich gar nicht gut. Okay, gibt es ein Zitat, ein Lebensmotto, das dich dein Leben begleitet schon? Ein Lebensmotto, naja, irgendwer, und ich weiß aber nicht, woher es kommt, ist dieses, hat man gesagt, Tragik plus Zeit ist gleich Humor. Okay. Right? Also wenn was Schlimmes passiert und du lässt ein bisschen Zeit verstreichen, kann man drüber lachen. Mhm. Also mit Abstand wieder draufschauen und dann was mitnehmen. Genau, und irgendwer anders, ne, genau. Die Nora Ephron hat mal gesagt, wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht, ja, ist peinlich, aber wenn man den Leuten davon erzählt, dass man auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, dann ist es dein Witz, dann lachen die Leute mit dir. Magst du noch kurz erklären, Nora Ephron ist? Ah ja, genau, das ist eine ganz bekannte, also früher war sie Journalistin und dann ist sie Drehbuchautorin geworden und hat so Filme gemacht wie Harry und Sally, Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, also diese ganzen romantischen Komödien. Klingt nach Filmen, die du magst. Auch. Ja, ja, natürlich. Lustig. Okay, dann haben wir jetzt noch kurz Q&A. Sehr gerne.
Woran erkennen andere deine Eitelkeit? Andere erkennen meine Eitelkeit wahrscheinlich, wenn sie mir auf Instagram folgen und dann sehen, dass einige meiner Bilder vielleicht mehr bearbeitet sind als andere. Oder wenn sie nicht bearbeitet sind, dann aus einem ganz bestimmten Winkel aufgenommen. Und je älter ich werde, desto höher wird dieser Winkel. Weil man soll ja nicht von unten. Und das, wenn mal jemand dabei wäre, wie ein Foto von mir gemacht wird, dann würde er wissen, dass ich halt schimpfe, sobald jemand die Kamera so unter mein Kinn hält. Je tiefer das geht, desto aggressiver werde ich. Deswegen, wir haben vorher ein Foto gemeinsam gemacht und ich habe es toll gefunden, dass das von ganz, die Kamera war an der Decke. Also danke. Unbewusst gespürt wahrscheinlich. Fun Fact, du warst Synchronsprecher für Toilettenpapier. Ja, genau, das hat sich ganz gut ergeben. Ich habe in einem Film namens Sausage Party ein Klopapier gesprochen. Und seitdem boomt meine Synchronkarriere. Finde ich aber echt cool. Das würde ich mir auch in den Lebenslauf schreiben. Ja, natürlich. Ich schreibe das immer in den Lebenslauf. Ich finde es ganz witzig. Letztens habe ich so eine Art Lebenslauf geschrieben und musste auch so meine Hobbys anführen. Das fand ich ganz schwierig. Und ich habe geschrieben, lesen, Freunde treffen, Käse naschen. Weil ich es so blöd fand, weil ich drauf gekommen bin, ich habe nicht so viele Hobbys. Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Was würde ich tun, wenn ich nicht müsste? Ich glaube, die Leute zum Lachen bringen. Ich glaube, das ist zwar schön, dass ich jetzt so mein Geld damit verdienen kann, hier und da witzig zu sein, aber das würde ich natürlich auch machen, wenn ich nicht müsste oder wenn ich kein Geld damit verdienen würde. Ich mag es einfach, also das Lachen ist mein liebstes Geräusch, das Lachen anderer. Wenn sie mit dir lachen und nicht, weil du gerade auf einer Bananenschale ausgerutscht bist. Mehr Geld oder mehr Sex? Hui, heiße Frage. Mehr Sex. Wie viel Geld braucht man im Leben? Ist die Frage. Magst du deine Macken? Ich habe gelernt, meine Macken zu mögen. Es sind so Macken von mir. Ich bin manchmal so neugierig und du gern trautschen. Wirklich? Nach dem zweiten Glas Wein. Du bist deine Trautschtante. Du würde gern trautschen. Und ich finde das aber, ja, also ich kann immer noch rechtzeitig den Mund halten, aber... Ja, ich glaube, ich stehe dazu mittlerweile. Ich versuche, das Tratschen zum Beruf zu machen. Kann man dir ein Geheimnis anvertrauen oder ist das dann gefährlich? Das ja. Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, ist, das Geschlecht und den Namen der Person zu ändern und alle Merkmale, an denen man sie erkennen könnte. Und dann erzähle ich das. Was ist dein dunkelstes Geheimnis? Letzte Frage. Mein dunkelstes Geheimnis ist, dass ich manchmal nicht so selbstbewusst bin, wie ich vielleicht wirke. Weil die Leute sagen immer zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne stehe, wow, dieses Selbstbewusstsein hätte ich gern, und die wissen nicht, dass ich so bis eine Minute vorher denke, oh Gott, ich möchte gerne den Auftritt absagen. Ja. Hast du dann irgendwas, was dich da durchbringt, was da hilft? In ja, ich denke daran, dass im Publikum 400 Leute sitzen, die sich den ganzen Tag schon darüber freuen vielleicht und extra in die Straßenbahn gestiegen sind, um hierher zu fahren. Und dann, wenn ich dann auf der Bühne, also die Erfahrung hat mir gelehrt, sobald ich dann vor den Menschen stehe, mache ich es total gern und habe voll Spaß. Aber das davor ist immer so das Ding. Michi, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du heute da warst. Das hat echt Spaß gemacht. Ich danke dir, danke für die Einladung. Danke. Und viel Spaß mit der Soul Bottle. Dankeschön, die ist wundervoll. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der ehemaligen Redakteurin Julia Schnitzlein. Sie hat ihren Journalistenjob an den Nagel gehängt, um Pfarrerin zu werden.